lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal vom Erzgebirge 80. Heute schauen wir uns das Magic Keyboard an, was Apple uns bietet. Der Karton ist ganz schön schwer, da ist was Schweres drin. Tolle Technik, gutes Gerät. Und wir überraschen heute mal mit einem kurzen Video. Also, bis gleich. iPad Magic Keyboard. Original verpackt. Wir packen es mal aus. Das ist das, was nicht passieren sollte. Aber das kriegen wir trotzdem hin. So. Da ist da der Lasche abgerissen, aber das macht jetzt erstmal in dem Moment gar nichts. So, einmal weg damit. So, und dann packen wir es mal aus. Ist schwer. Also das muss ich jetzt deutlich sagen. Ist ein recht schweres Paket. Hoppala. Das macht einen guten Schlag. Am Tisch, und ihr seht, gut verpackt. Und der Karton ist nicht das Schwerste am Ganzen. So, sauber eingepackt. Wir nehmen es mal raus. Ihr seht, niegelnagelneu. Kein Finger drauf. Die Öffnung ist natürlich entsprechend so gemacht, wie sie auch fürs iPad Pro 11 Zoll sein soll, denn dieses Magic Keyboard geht für mehrere Geräte. Es geht fürs iPad Pro 2.18 in der 11 Zoll Variante, fürs iPad Pro 2.20 in der 11 Zoll Variante und fürs iPad Air 4 2020 mit 10,9 Zoll Bildschirmdiagonale. So, jetzt machen wir es mal auf. Da hat Apple ein bisschen das anders gemacht. Ihr seht das jetzt hier, die Tastatur. Und hier ist schon mal die... Das Papier ist hier hinten versteckt. Das haben sie uns reingelegt. Das Magic Keyboard. Aufkleber kriegen wir ja keine dazu, macht aber auch nichts. Wie der Kickstand funktioniert, das ist mit dem Magnetdock. Das zeige ich euch natürlich jetzt alles. Das heißt, da lesen wir nicht, sondern wir schauen es uns einfach an. So, wir haben hier an der Seite diese drei Dock-Anschlüsse. Das sind so leicht haben. Das ist das, was ich immer gesagt habe, was wir auch am iPad Air haben. Oder an den Pros, je nachdem. Ihr habt hier eine saubere Tastatur, die ist auch beleuchtet, werdet ihr danach hier sehen. Unten ist das entsprechende Gelenk. Das ist auch recht schön und schwergängig. Das ist natürlich gut so und so gewollt. So, hierhin habt ihr ein kleines zweites Gelenk, um das Gerät entsprechend schräg stellen zu können. Ja, hier haben wir einen USB-C-Port. Wenn ihr den benutzt, ladet ihr automatisch das iPad Pro oder eher und habt auf diese Weise immer den USB-C-Anschluss vom Tablet frei für eventuell was anderes zum Anschließen. Was bietet die Tastatur? Die Tastatur bietet uns eine vollwertige, ordentliche Tastatur, gutes Schreibgefühl und ein komplettes Trackpad mit Funktionen dazu. Das gucken wir uns jetzt natürlich kurz an, denn wir wollen ja mal so ein bisschen ein Bild haben, wie funktioniert die Technik. Jetzt haben wir natürlich hier das iPad Air. Jetzt wollen wir das natürlich mal anbringen. Und ihr seht, Kamera, Kamera. Und dann geht das Klack und das Magnet. Das heißt, das Gerät hält unheimlich schnell. Ihr seht, ordentlich beleuchtet das Ganze. Ja, jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen testen und machen einfach mal so eine Schreibprobe. Ja, gehen wir rein, machen ein neues Dokument auf. Und also auch für 10 Finger schreiben. Die neue Art spielt nicht 80, aber ja, ihr seht, das funktioniert. Also, schreiben ist gut. Jetzt wollte ich mal ein bisschen schauen, ihr könnt auch die ganze Gestensteuerung damit machen. Das heißt,
nach oben schieben und die Apps gehen alle auf. Das ist auch wie hier. Das heißt, auch diese Funktion funktioniert sehr hervorragend. Wir gehen mal rein und gucken uns natürlich mal an, ob man auch in Apps sauber scrollen kann. Jetzt machen wir mal ein Bild auf. So, und ihr seht, ihr könnt hier scrollen, ihr könnt rüber. Ihr seht immer, da habt ihr so einen grauen Punkt. Das ist praktisch die Anzeige, wenn ihr das so macht. Wenn ihr hier drauf tippt, dann ist der Punkt weg, dann geht hier das Scrollen ganz normal. Also ihr könnt auch hin und her wechseln. Aber ich muss wirklich sagen, die Tastatur macht was her. Sie lässt sich sehr gut bedienen. Ich finde das sehr schön. Ihr habt, wenn ihr hier rauf geht, auch entsprechend die Helligkeit. Also wenn ihr ein bisschen hoch runter fahrt, dann seht ihr auch die Tastatur. Die ändert sich jetzt nicht, aber es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Es gibt keinen Unterschied in der Bedienung. Also ich bin damit wirklich happy. Wer nutzt sowas? Jeder, der im Alltag viel schreiben muss oder unterwegs eine schützende Hülle fürs iPad braucht, der ist damit natürlich gut bedient. Wir schauen uns das mal an. Ihr könnt das Ganze, das ist der maximale Winkel, den ihr es bewegen könnt. Also es gibt dann so ein paar kleinere Einschränkungen, aber doch. Und es geht bis hier ran. Also das funktioniert auch. So schreibt natürlich keiner von uns, ne? So, das heißt, ihr werdet das Gerät meistens in dem Winkel, der wirklich eingestellt ist oder vorgegeben ist, nutzen. Und ich muss sagen, das passt. Also da gibt es keine Probleme. Ich bin damit zufrieden. Schreibgefühl ist gut. Was auch für einen Menschen mit 10 Fingern schreiben ist, die Markierung auf F und J sind auch vorhanden. Das heißt, die Erhebung passt. Man kann 10 Finger problemlos schreiben. Es ist eine vollwertige Tastatur. Es gibt es im Kuverts, das heißt in unserem deutschen Schreibstil, es gibt es auch QWERTY, das heißt auch für den englischen Schreibstil. Also ich kann es empfehlen, man kann alles damit bedienen. Was ein Unterschied ist, ihr habt hier unten die Taste mit dem Mail-Symbol, da gehen meistens die Emojis aus in den meisten Apps. Das heißt, wer Emojis schreiben will und sucht, die sind da. Ansonsten eine komplette Apple-Tastatur. Passt, ihr habt Chaps Lock, das heißt das dauerhafte Umschalten. Auch das ist mit einer kleinen Indikatorlampe gegeben. Also, ich bin in der Summe sehr zufrieden. Es lässt sich damit sehr gut schreiben. Ich möchte euch noch etwas dazu zeigen, nur damit man dann auch sagen kann, das ist ja Wahnsinn. Geht das auch größer? Ja, das gibt es auch in größer. Und das ist dann der Unterschied, wenn ich sage, ich habe 11 Zoll oder ich habe das große 12,9er, da sind die Tasten dann mit ein bisschen noch größer. Das Trackpad ist eigentlich identisch. Ansonsten, wie gesagt, ihr seht, die Tasten sind ein bisschen geräumiger gemacht. Also jetzt nicht wundern, die Geräte sind identisch eingerichtet aus. Das ist bei mir so üblich. Ich mag keine großen Unterschiede in den Geräten. So, und hier seht ihr es, beide gut beleuchtet, beide große Tasten. Vom Format her sehen die identisch aus. Das heißt, auch die große Tastatur fürs 12,9er ist dort sehr gut und sehr gut anwendbar im Alltag. Ich kann es empfehlen. Ich nutze beide gerne. Das ist wirklich im iPad, das ist ein Pro 2020er Generation. Und ich muss hier ganz knallhart sagen, also das ist für mich ein Laptop-Ersatz geworden. Und das ist das Handliche für zu Hause, aber das wird auch mehr unterwegs sein in Zukunft. Also beides tolle Geräte. Ich kann es nur empfehlen und bin absolut top zufrieden. Also hier gibt es auch nichts, wo man sagen müsste, Leute, das ist nicht was wert oder das ist ein Preis nicht wert. Es ist teuer, das Ganze. Das wird ich auch im Fazit noch entsprechend erwähnen. Aber glaubt mir, ihr habt ihr was davon, womit ihr arbeiten könnt.
Magic Keyboard ist eine Empfehlung. Ich finde die Geräte wirklich gut. Das Gerät wirklich gut. Ich habe beide. Ich habe das 11 Zoll und das 12,9 Zoll. Beurteilung: Technik, Schreibgefühl, Komfort, Schutz, Daumen hoch. Preis, Leistung, klar, Daumen runter. Warum hier ein klares Daumen runter? That's too much, liebe Firma Apple. So sehr ich die Geräte mag und so schön ich das finde, fürs 11 Zoll iPad Pro oder iPad Air sind wir mit einem Preis ab 330 Euro dabei. 330 Euro. Da kriege ich woanders schon ganze Tablets. Ich sage es mal deutlich, das ist zu viel. Das 12,9er iPad Pro, dort verlangt ihr sogar 388 Euro. Also ich will jetzt nichts sagen. Wir sind da noch mit dem abgeschmolzenen Mehrwertsteuersatz von 16% unterwegs. Wenn das wieder auf 19 geht, wird es noch teurer. Also wir sind mal ehrlich, das ist zu viel. Hätte ihr gesagt, 199 Euro, hätte ich gesagt, Daumen hoch. Das ist ein Hunderter zu viel. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Und an der Stelle, deshalb der Kritikpunkt, den Preis müsst ihr euch gefallen lassen, der ist nicht gut. Aber das Schreibgefühl, die Bedienung vom Touchpad, auch die Gestensteuerung mit dem Touchpad, das ist gelungen und das macht auch wirklich Spaß. Das Laden über den USB-C-Port ist gut. Ja, was halt schön wäre, ein zweiter USB-C-Port. Auf der rechten Seite, das hat folgenden Hintergrund, dann könnte man das Ganze manchmal zu Hause auch einfach stehen lassen, vielleicht Peripheriegeräte, Drucker, sonst was noch anschließen und kommt einfach hin, klack, Tablet drauf und du hast eine Art Docking Station. Das fände ich sehr schön und sehr praktisch. Da hinkt er noch ein bisschen hinterher. Das ist vielleicht dann fürs nächste, ne, fürs Apple Magic Keyboard 2. Das kostet dann vielleicht über 400 Euro. Also bitte vorsichtig machen bei den Preisen. Man muss es immer bezahlen können. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es diesmal sehr, sehr, sehr kurz war. Und ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Wir sehen uns hier in Kürze wieder. Euer Matthias, euer Erzgebirge 80.